Für die Herstellung von Brennholz ist der Holzspalter für den Dreipunktanbau nach wie vor das gängigste Gerät. Um Ihnen die Qual der Wahl beim Kauf zu ersparen, haben wir an der forstlichen Ausbildungsstätte Ort 7 Holzspalter der 20-Tonnen-Klasse miteinander verglichen. Unsere Testkandidaten kommen von BGU, Binderberger, Grovi, Kienesberger, Krippan, Posch und Uniforest. Die messtechnische Prüfung wurde von Ingenieuren an der BLT Wieselburg durchgeführt. Für die sicherheitstechnische Beurteilung haben wir Experten der SVB und der AUVA zu Rate gezogen. Der steirische Spalterhersteller Posch war mit dem Hydrokombi 20PZG-R am Start. Um den Spalter von Transport in Arbeitsposition zu bringen, wird zuerst der Hydraulikzylinder hochgefahren, dann mit zwei Muttern befestigt. Für den Traktoranbau stehen zwei Unterlenkerpositionen zur Verfügung. Die Ölpumpe hat ein Gehäuse aus Grauguss und läuft sehr leise. In der Spaltersäule sind 38 Liter Hydrauliköl untergebracht. Die obere Zylinderabschaltung liegt griffgünstig und wird mit einer Flügelmutter justiert. Für die Holzfixierung bietet Posch gleich zwei Varianten: eine Haltespitze am Gleitrahmen oder das Fixomatic-System. Dabei hält zunächst nur die Schneide des Spaltkeils das Holz in Position. Anschließend wird mit der Zweihandbedienung der restliche Spaltkeil nach unten gefahren. Die Spaltgeschwindigkeit wird stufenlos geregelt. Die Rücklaufgeschwindigkeit entspricht der schnellen Spaltgeschwindigkeit. Die vier seitlichen Rollen am Spaltkeil erleichtern vor allem bei faserreichem Holz das Hochfahren. Der Spaltkeil hat eine günstige Länge und ist mit 5 Grad am stärksten geneigt. Mit 110 cm hat die maximale Spaltgutlänge aber den geringsten Wert im Test. Die große Standplatte ist ganzflächig geriffelt und an den Rändern abgeschrägt. Der linke Schutzbügel ist beweglich und wird von einer Tellerfeder in Position gehalten. An der rechten Seite gibt es einen Stammheber, mit dem schwere Rundlinge aufgerichtet werden können. Der Stammheber dient zugleich als Schutzbügel und zur Ablage von gespaltenem Holz. Eine überstehende Kante verhindert das Umfallen der Scheite. Mit einem Listenpreis von 4.740 Euro inklusive Mehrwertsteuer ist der Spalter von Posch der teuerste im Test. Den ausführlichen Vergleichstest aller Holzspalter finden Sie in der Ausgabe 21/2012 des Fortschrittlichen Landwirts.